zweite Teil ist bockschwer, also. Da möchte ich wirklich nicht auf keinem anderen Schwierigkeitsgrad spielen. Als auf dem. Doch, es ist ein Raketen. Hier mal etwas schnell neu. Zugang gewährt. Stopp. Okay, doch, kann ich nicht schießen. Ah! Ja. Hab ich das Ding noch? Nein. Ungültige Karte. Hab ich das Ding noch? Oh Gott. Ungültige Karte. Okay, da muss ich wahrscheinlich wieder drauf und dann hinten runter. Oh nein. Uah. Unfair. Mechs und jetzt macht die DOS-Box echt Probleme. Ach du Heilige. 507. Alles klar. Vielleicht muss die Fabrik auch wirklich ausschalten. Jetzt. Und das mache ich am besten mit Granatwerfer. Okay, das ist jetzt so stockt, das liegt echt. Glaube ich daran, dass hier so viele Thermatrons sind. Muss alles kaputt gehen. Oh, scheiße, ist das jetzt so ruckelig. So. 507 war das, ne? Ja, es war 507. Na? Was war das jetzt? Der ist in die Mine reingerannt, oder wie? So, wir haben jetzt die... Scheiße, welche war das? Die gelbe? Ich meine, das war die rote, ne? Ja. Oh, davon ist das Ende. Nein! Nein! Okay. Das war peinlich. Wo habe ich gespeichert? Okay, das, da lasse ich noch mit mir reden. Alles? Jawoll, war mir nicht gut. Das war ja jetzt ein Scheiß, du! Okay. Aber es läuft jetzt auch irgendwie besser. Und hops, und hops, und hops, und hops. Okay, diesmal passe ich auf, dass ich da nicht reinlaufe. Das ist das, was ich im ersten Part übrigens gemeint habe mit... Oh. Was ich gemeint habe mit... das Gelände ist so zerstörbar und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man, wo man da hinläuft manchmal. Weil hier falle ich runter. Und vielleicht haben wir es endlich geschafft. Mission. Computer. Ja, noch eine Fabrik. Ha, gerade noch geschafft. Die hat mich schon anvisiert, die Kamera.
mir irgendwie eine... Jetzt habe ich eine gelbe Keycard. Wo muss ich denn jetzt lang? Nein! Okay, das war jetzt sehr schlecht. Ich beende mal ganz kurz das Spiel hier. Und hoffe, dass die Aufnahme nicht kaputt ist. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, ist, weil ich aus Versehen auf Windows gekommen bin. Entschuldigung dafür. Ich weiß immer nicht, wie es mit der Aufnahme dann aussieht. Aber die Mission, die machen wir jetzt noch fertig. Das wird auch gelacht. Ich will jetzt diese scheiß Mission fertig haben. Jetzt dreh ich durch. Ha! Das ist die Frage. Zugang gewährt. Nein, das macht wenig Sinn. Genauso wie das eigentlich. Ah, doch. Das macht sehr viel Sinn. Ja, das macht wenig Sinn. Wahrscheinlich explodiert es jetzt da. Ja, klasse. Als ob ich es gewusst hätte. Nicht schießen. Bitte? Hat er was gesagt? Computer. Ja, das wissen wir doch. So. Das Laufwerk ist voll. Wenn ich mich selbst stelle, bekomme ich viel Geld. Au! Also jetzt geht's ab. Ich knall dich ab. Jetzt haben die ja schon Laserwaffen. Geht's noch? .507. So. Zugang gewährt. Jetzt. Zugang gewährt, ja. Wohin? Ich weiß, dass das der letzte Teleporter ist. Ich glaube, ich muss mich hier gar nicht teleportieren. Ich speichere mal schnell. Na gut. Ah. Was ist denn los, Blechmann? Was ist mit der Datei? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ohne Dateien sind wir geliefert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in der Gefahrenzone. Ohne Daten keine Rückholung. Verstanden, Blechi? Zauberer aus. Ja. Könnte es sein, dass ich da jetzt zurück muss? Irgendwie? Genau, das habe ich gemacht. Bring ich jetzt die Daten her? Hallo? Ja, das ist eine gute Frage, wo ich die Daten herkriege. Ich weiß es nicht mehr. Hä? Bin ich denn jetzt total gaga? Hallo? Ich will doch bloß die Daten haben. Ja.
Was? 3000 Tonnen? Das kleine Teil? Was hat so lange gedauert, Blechmann? Beinahe hätte ich es aufgegeben, auf Sie zu warten. Ich bekomme die Datei jetzt. Moment. Ich verliere das Signal, da stimmt was mit der Transportmatrix nicht. Schalte Filter ein, das heißt ein Verstärker mehr. Und... Das war's. Dateienübertragung abgeschlossen. Vielleicht haben Sie bei uns doch mehr Zukunft, Blechi. Ich weiß nicht, was das eben war, aber Sie sollten Ihren Hintern so schnell Sie nur können aus der feindlichen Zone schwingen. Es könnte bedeuten, dass die Konsortiumschnüffler inzwischen ihre Position haben. Also los, mit Vollgas zum Transporter auf Ebene 1. Wenn Sie nicht bald dort sind, müssen Sie leider zu Fuß zurückgehen. Zauberer aus. Also wenn die bis jetzt noch nicht meine Position rausgefunden haben, dann weiß ich nicht, wie ich denen ihre Aufmerksamkeit bekomme. So gesagt, ja? Das Überwachungsprogramm ist ein risikoreicher Versuch, Herr Vorsitzender. Sogar für so etwas Begrüßenswertes wie die weltweite endgültige Ausrottung der Widerstandsbewegung. Politik ist ein risikoreiches Geschäft, Senator Snell. Sie hätten sich nicht darauf einlassen sollen, wenn Sie sich scheuen, Risiken einzugehen. Außerdem ist bereits alles organisiert. Wenn die Öffentlichkeit erst einmal die bedeutenden Vorteile erkannt hat, die das Überwachungsprogramm bringen wird, Herr Vorsitzender, bin ich mir absolut sicher, dass niemand mehr gegen die Erhaltung des... Des Status quo ist, Doktor. Das ist richtig. Und wenn der Widerstand erst einmal niedergeschlagen ist, wird es keinen Erdbewohner mehr geben, der nicht für die weitsichtigen Politiker stimmt, die den Weltfrieden herbeigeführt haben. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass unsere Senatoren die Finanzierung bewilligen? Meine Aufgabe ist es, die Prioritäten im Überwachungsprogramm festzusetzen. Vorausgesetzt natürlich, dass sich Dr. Hoffmans Experiment diesmal als erfolgreich herausstellt und nicht wieder als Katastrophe. Ja, dieses Überwachungsprogramm, von dem wir reden, um das geht's in dem Spiel. Das wird dann später noch ein bisschen näher erläutert, was das überhaupt ist und warum wir das nicht wollen. So, jetzt schauen wir uns noch schnell die News an. Uns gesagt wird, was für... Oh, Nachricht. Nach fachmännischer Analyse des Berichtes von Ihrer letzten Mission glaubt die Zentrale, dass die Aufgabe viel schwieriger war als allgemein angenommen. Natürlich ist es möglich, dass Ihr Angriff mit der Routineverstärkung der feindlichen Sicherheitsvorkehrungen zusammenfiel. Es ist aber auch möglich, dass dem Feind Informationen über unser Vorhaben verraten wurden. Bis wir herausgefunden haben, was die Ursache war, seien Sie auf der Hut. Die Zentrale muss unterrichtet werden, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt. Maxis aus. Jawohl, Chef. Ja, was wir für wieder mal für böse, böse Medikamentenfabriken kaputt gemacht haben oder sowas. In dieser Stunde wurde durch das WEC-Informationsbüro eine mehrseitige Pressemitteilung veröffentlicht, in der das Konsortium mit Stolz verkündet, dass der Senat geschlossen hinter der Politik ohne Nachsicht des Vorsitzenden Dragon steht. Falls ihr dort draußen zuhört, Rebellen, ihr könnt euch nirgendwo mehr verstecken. Ihr könnt also auf der Stelle aufgeben. Zurück zu dir, Trina. Ja, gut. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ade.